Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 2. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Prinzessin Hilda erneut vom Imperium entführt wurde. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall wurde sie als Trophäe in einem kleinen Turnier verschenkt. Da waren wir dann natürlich, haben gegen das Monster gekämpft, wurden dann allerdings in eine Falle gelockt und sitzen jetzt selber im Knast. Und mal schauen, wie wir jetzt hier wieder rauskommen. Wir versuchen einfach mal das Gitter hier zu untersuchen. Die Eisengitter versperren den Weg. Ja. Wen haben wir denn da? Den kennen wir doch. Ist das nicht Pavel? Hä? Hä? Ist ja wie bei Broforce hier. Hä? Hä? Hm? Hä? Power Crunch, bam! Super. Das ist mein Dank an euch, dass ihr mich aus den Minen gerettet habt. Ihr solltet euch beeilen. Super. Danke, Pavel. Dann rennt er einfach weg. Hm, okay. Wir sind frei. Und wir schauen uns gleich mal um. Hier gibt es eine Kiste und ein Monster dazu. Hier haben wir auch gleich zwei unserer neuen Gegner. Einmal die Deadheads und den Splinter. Die Deadheads sind, da sie unter uns sind, verletzbar gegen Feuer. Das wollen wir auch gleich mal ausprobieren. Der Splinter kann nichts besonders Tolles. Er kann nur angreifen. Das verletzt uns nicht allzu sehr. Schnell down, alle. Damit soll es das hierfür gewesen sein. Ein doch recht komischer Kampf für ein Antidot. Weiter geht's. Hier gibt es natürlich wieder einige Räume, die mit einer erhöhten Kampfratio gesegnet sind, so wie dieser hier. Hier haben wir einen unserer neuen Gegner, die Parasiten, Parasite. Sie sind schwach gegen Eis und wenn sie uns angreifen, entziehen sie uns sogar MP, was ziemlich eklig ist. Von daher wollen wir uns da mal schnell darum kümmern, dass sie das nicht mehr können. Und bei Gas ist es nicht so schlimm. Bei Maria oder Firion wäre es natürlich schon ein bisschen schlechter. Aber der Kampf ging auch vorbei. Super. Hier treffen wir auch gleich noch auf einen neuen Gegner, den Doom Petals. Sie sind schwach gegen Feuer und Eis. Die Revenants da hinten, deswegen spammen wir einmal Feuer. Die Doom Petals können uns verwirren, wenn sie uns angreifen. Das wäre nicht so toll. Der Kampf sollte nicht sonderlich schwierig sein. Wenn natürlich ein paar mehr auftauchen, wird es ein bisschen kniffliger, aber das sollte eigentlich gut gehen. So, einmal noch. Dann war's das. Super, Ingo. Items nehmen wir mit. Ich wollte gerade sagen, gehen wir mal schnell raus, aber da kommt noch unser letzter Gegner. Bei dem Spectre bitte sehr vorsichtig sein.
ich habe es vergessen zu erwähnen, ihr solltet ein paar Goldnadeln dabei haben. Denn der Spectre zaubert gerne Break und kann einige bis alle in unserer Party versteinern. Und versteinern bedeutet gleich sofortiger Tod. Das wäre ungünstig, wenn euch das passieren sollte. Außerdem, wie ihr seht, spricht er noch Schlaf und zaubert auch noch Eis. Und er zieht mit jedem Schlag Papier von uns ab. Also diese Viecher solltet ihr ja umgehend meinen, falls ihr keine Goldnadeln dabei habt. So viel dazu. Wir gehen ganz schnell raus aus diesen Räumen. Gehen nochmal rein in diesen Raum. Hier haben wir nämlich noch ein paar Items. Ein Elixier, ein Äther und ein Cottage. Nehmen wir natürlich gerne mit. Dann verlassen wir diese Etage. Gehen nach oben. Hier im B1 finden wir unsere Prinzessin. Juhu. Da wollen wir mal zu ihr und sie da rausholen. Hätte Pavel ja eigentlich auch mal machen können. Aber wir wollen mal nicht so sein. Er ist ja ein ganz netter, dass er uns befreit hat. Hier sind wir jetzt erstmal bei Hildas Gefängniszelle angelangt und wollen sie gleich mal betreten. Prinzessin, wir werden euch da rausholen. Hilda, geht es dir gut? Gordon, bist du wegen mir gekommen? Natürlich ist er wegen dir gekommen. Ah, mein Gott. Gordon, wir werden die Wachen ablenken. Also nimm die Prinzessin und verschwinde. Okay, seid vorsichtig. Natürlich sind wir das. Jetzt verstehe ich nur nicht, warum er vorgeht, wenn wir die Wachen ablenken sollen. Naja, gut. Ist egal. Wir sind hier fertig im Kolosseum und wollen nichts mehr raus hier. Der Ausgang befindet sich südwestlich von hier. Wir sind gerade dran vorbei. Verlassen diesen elenden Ort. Mir ist übrigens aufgefallen, dass meine Stimme in den letzten Teilen etwas leise ist. Ich hoffe, das tut dem keinen Abbruch. Falls doch, schreibt es doch in die Kommentare. Dann werde ich mich damit mal bemühen, dass ich da ein bisschen lauter spreche. Wir sind jetzt allerdings erst einmal fertig im Kolosseum und wollen erstmal nix wie weg hier. Raus aus der feindlichen Bastion in Richtung Heimat. Halt, ich muss nach oben. Ich werde den Weg mit dem Schiff natürlich rausschneiden, damit das hier nicht allzu trocken und öde wird, wenn ich hier nur blöd durch die Gegend laufe. Unsere Fähre, alles klar. Wir sehen uns dann gleich in Altair wieder. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon zurück in unsere Heimat, Gott sei Dank. Wollen wir uns gleich mal umgucken hier, ob da noch alles steht, denn ihr wisst ja, Layla war hier für alles verantwortlich und ich sehe, hier ist kein Schwanz mehr zu Hause. Was ist da los? Draußen stand jemand, den fragen wir gleich mal. Fragen wir ihn mal, ob er was weiß. Unsere Rebellenarmee ist endlich wieder auferstanden. Zuerst müssen wir Schloss Finn zurückerobern. Prinzessin Hilda und Prinz Gordon, sie sollten alle in dem Camp außerhalb des Schlosses sein. Bitte geht und schließt euch ihnen an. Wir brauchen eure Hilfe. Sehr gern machen wir das. Zuvor allerdings brauche ich Hilfe, denn ich möchte ein wenig leveln. Was heißen soll, ich möchte Firion, Maria und Gas auf ca. 2000 HP bringen. Firion und Maria sowohl auch mit den MP auf 250 bei Maria und bei Firion so knapp 200, vielleicht auch 250, das überlege ich mir dann spontan. Und den einen oder anderen Zauber werde ich noch ein bisschen raisen.
Ja, das soll jetzt erstmal soweit an Informationen gewesen sein. Ich melde mich dann hier aus Altair nochmal wieder zurück, wenn ich dann fertig bin. Also, ja, ich sag mal bis später. So, und da bin ich fertig. Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Glaube ich 3 oder 4 Stunden. Bis tief in die Nacht rein ging es. Ich zeig das mal eben her. Firion, Maria und Gast sind jetzt bei annähernd 2000 HP. Firion bei 200 MP und Maria bei 350 MP knapp. Das sollte erstmal reichen. Die Zauber habe ich, die Verteidigungszauber, ein bisschen hochgelevelt noch bei Firion und bei Maria. Die Schwarzmagie-Zauber bis auf Gift, alle auf Level 10. Ich glaube, das hat alles am längsten gedauert, diese Zauber zu leveln. Gut, wir sind damit fertig, beziehungsweise ich bin damit fertig und wir gehen jetzt einfach mal Richtung Finn, denn dort soll sich ja Gordon und Maria aufhalten. Gordon und Hilda. Wollen wir mal schauen, ob sie sich hier irgendwo aufhalten. Wir nehmen natürlich wieder den Fluss, um die Zufallskämpfe zu vermeiden. Und hier stehen 2 Zelte. Ich denke mal, das soll das Lager sein von unserer Armee. Da gehen wir gleich mal rein. Das Camp der rebellischen Armee. Wir haben uns bis zum Eingang des Schlosses vorangekämpft. In den Reihen des Feindes herrscht Unordnung. Das ist unsere Chance. Lasst uns Castle Finn zurückerobern. Das machen wir sehr gern. Firion, Maria, Gas. Ich verdanke euch mein Leben. Ich hörte, ihr habt auch den Zerstörer vernichtet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ja, Fräulein, wenn du dich nochmal kidnappen lässt, dann kannst du dir jemand anders suchen. Wir können jetzt hier spaßeshalber sie nochmal nach der wilden Rose fragen. Und da sagt sie uns, keine Sorge, ich bin die wahre Prinzessin Hilda. Gut, da glauben wir ihr da mal. Nicht, dass sie uns wieder ein unmoralisches Angebot unterbreitet. Mal gucken, was Gordon zu der Sache hier zu sagen hat. Der fällt her. Geht, infiltriert Schloss Finn und vernichtet den Commander. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es am besten ist, wenn ihr alleine geht. Sehr gut, das wollen wir dann auch gleich mal tun. Zuvor allerdings gibt es noch eine kleine Sache, die ihr jetzt auch noch erledigen könntet. Falls ihr noch keine Goldmail habt für eure Leute, 2 müssten ungefähr fehlen. In dem Status, in dem wir jetzt sind, sollte es möglich sein, den Captain zu besiegen, um ihn damit auch dann in die Monsterliste aufzunehmen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier in Finn rennen nämlich immer noch die Soldaten rum. Wir sprechen sie einfach an und der Kampf beginnt sofort. Ich habe jetzt allerdings schon die Gold Mails. Ich versuche aber noch den Toad Scroll zu bekommen von ihm. Zeigt den Kampf noch einmal her. Sollte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Er hat ja nur 750 HP und benutzt seinen Bogen ab und an mal und greift an. Das war's auch schon. Und wir bekommen noch eine Gold Mail. Also hier ist die Möglichkeit, dass ihr eure Defense nochmal ein wenig verbessern könntet durch die Rüstung. Ansonsten, falls ihr das erledigt habt, geht's dann auf in Schloss. Was dort jetzt allerdings passiert in Schloss Finn, das erfahren wir erst wieder in der nächsten Folge von Final Fantasy 2. Ich bedanke mich fürs Anschauen und sage bis später.